Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahl-Orakel. So schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Und wenn du ganz neu über dieses Video hierher gefunden hast, begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal und hoffe, du fühlst dich hier wohl und kannst viel Wertvolles für dich mitnehmen. Heute schauen wir, was deine Seele dir erzählen möchte, was sie möchte, dass du eben weißt, welche Botschaften sollen dich hier heute erreichen. Und dazu darfst du dir sehr gerne einen der drei Stapel aussuchen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann sind vielleicht auch in zwei oder allen drei Stapeln Botschaften für dich verborgen. Nimm dir auf jeden Fall überall nur das mit, womit du in Resonanz gehst und wo du innerlich spürst, das ist deine Botschaft gewesen. Und als Auswahlhilfe für Stapel 1 haben wir heute wieder den Rosenquarz. Und für Staffel 2 den Amazonit. Und Staffel 3 der Schneequarz. Ja, drück gerne auf Stopp, wenn du noch mal in dich gehen möchtest. Ansonsten beginne ich jetzt mit Staffel 1. Hallo an dich, wenn du Staffel 1 gewählt hast und wir schauen, was sich hier heute für dich zeigt. Und ich beginne mal mit dem mystischen Tarot. Und wir haben die Königin der Stäbe. Und bei der Königin der Stäbe, da geht es um ganz viel Sonnenenergie. Du siehst die Sonnenblume. Und es geht um Leidenschaft, es geht um Enthusiasmus, es geht darum, das Zepter für das eigene Leben quasi in die Hand zu nehmen, das Leben in die Hand zu nehmen, die eigenen Hände, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Hoch erhobenen Hauptes seinen eigenen Weg zu gehen und das mit Freude und Leichtigkeit und Leidenschaft, also auch der Freude zu folgen. Und somit, ja, deine Seele möchte, dass du weißt, dass du eine ganz, ganz starke Seele bist, dass in dir ganz viel Potenzial und Leidenschaft steckt und dass du jetzt so weit bist, dein Leben in die Hand zu nehmen, Dinge zu verändern, Dinge anzupacken, in die Aktion zu gehen. Neue Wege vielleicht auch zu beschreiten oder neue Projekte zu beginnen. Dinge einfach zu tun, nach denen es dich schon lange irgendwie ruft oder verlangt, wo es dich hinzieht, wo die Freude quasi für dich da ist, auf dich wartet. Ja? Also der Freude zu folgen. Deine Seele wünscht sich für dich, dass du der Freude folgst und dass du dich auf jeden Fall nicht kleiner machst, als du in Wahrheit bist. Sie wünscht sich, dass du erkennst, ja, was für eine leuchtende Sonne in dir steckt, dass du deine Energie freilegst oder auch wiederfindest, wenn sie vielleicht längere Zeit nicht so richtig da war, wenn du dich vielleicht längere Zeit energielos, antriebslos, motivationslos gefühlt hast, dann darfst du jetzt wieder die Energie einladen und in deine Kraft kommen. Deine Seele wünscht sich wirklich, dass du in deine Kraft kommst, dass du erkennst, wer du wirklich bist, was alles in dir steckt und was du alles erreichen kannst. Und dass du dir ruhig Ziele stecken darfst, die größer sind als du. Und dass du diese auch fähig bist zu erreichen. Wenn du eben vertraust, wenn du mutig bist, wenn du auch mal Risiken eingehst und wenn du hier wirklich deiner Leidenschaft folgst. So, und dann schauen wir mal hier ins Dark Mansion Tarot, was sich da noch zeigt. Wir haben den Tod, den Buben der Münzen, die neun Kelche und die zwei Münzen. Und mit dem Tod, ja, steht für Transformation. Du bist so wie in der Übergangsphase, beziehungsweise es geht wirklich darum, etwas loszulassen, etwas zu verabschieden. Also hier kommt jetzt wirklich eine Phase deines Lebens vielleicht zum Abschluss. Es kann darum gehen, eine Beziehung vielleicht zum Abschluss zu bringen, wo du merkst, ah, da bin ich sowieso nicht mehr glücklich, ne? Oder in dieser Verbindung kann ich gar nicht ich selber sein. Da kann ich gar nicht diese Königin der Stäbe sein. Ja, vielleicht bist du in einer Verbindung, wo du dich selber klein hältst, wo du deine Bedürfnisse zurückstellst, wo du dich unter Wert verkaufst oder vielleicht auch beruflich. Ja, vielleicht dürfen jetzt wirklich die Dinge in deinem Leben sich verabschieden und deine Seele wird dafür sorgen, dass das passiert, die dich klein halten oder wo du dich klein halten lässt oder wo du dich selber klein hältst und unter Wert einfach verkaufst. Weil das bist nicht du. Du bist größer als das. Du bist eine Königin der Stäbe. Und die
braucht Abenteuer, sie braucht Leidenschaft, sie braucht Freude, sie braucht auch irgendwo Anerkennung, Erfolg, ja, das Gefühl, einfach Erfolg zu haben, sich erfolgreich zu fühlen, was nicht unbedingt mit Dingen im Außen, na, wie sagt man, bestätigt werden muss, sondern mehr so ein Gefühl innerlicher Erfolg, also innerlich sich erfolgreich, sich reich, sich wertvoll fühlen. Das ist deine Essenz und das ist dein wahres Wesen. Und wenn du einem Beruf nachgehst, wo du gar nicht wirklich dein Potenzial leben kannst, deine Kreativität, deine Fähigkeiten gar nicht so richtig ausleben kannst oder wo du dich vielleicht auch finanziell total unter Wert verkaufst, wo du viel zu viel arbeitest und viel zu wenig dafür zurückbekommst, quasi, wo du einfach sehr viel Zeit gegen sehr wenig Geld eintauscht vielleicht. Oder wie gesagt, Beziehungen auch, wo du gar nicht das bekommst, was dir zusteht und was du dir wirklich wünschst, oder auch eine Beziehung, die dich einengt und dich deine Freiheit vielleicht kostet, weil die Königin der Stäbe liebt es auch, frei zu sein. Das ist eine, die man eigentlich nicht einsperren kann. Und wenn du dich vielleicht irgendwo einsperren lässt, dann wird es sich für dich sehr wahrscheinlich nicht gut anfühlen, weil du ja jemand bist, der sehr freiheitsliebend ist und der auch Freiheiten benötigt und die darfst du dir auch nehmen. Und darum geht es jetzt einfach auch für dich. Und der Bube der Münzen, der steht durchaus für das Thema Selbstwert. Ja, du siehst, wie er hier die Münze ganz liebevoll anschaut, als wäre das jetzt gerade wirklich das Wertvollste, das Kostbarste, das Tollste, was es gibt, obwohl hier auch ringsherum ja Fülle ist und eine schöne Landschaft ist und Blumen und Felder. Aber diese Münze, die er jetzt anschaut, das ist gerade das Tollste, das Spannendste, das Wertvollste. Und diese Münze darfst du für dich sein, ja, dass du auf dich schaust oder dass du dich so betrachtest, ja, du bist das Kostbarste, das Wertvollste, das Tollste, was du hast. Auch dein Körper, ja, dein Körper und deine Seele, so alles, was dich ausmacht, ist das Wertvollste, das Tollste, das Kostbarste, was du hast. Und dich darum richtig gut zu kümmern, dich um dich selber zu bemühen, dir selber Wertschätzung, Anerkennung zu schenken, Liebe zu schenken, liebevoll auf dich selbst zu schauen. Ja, das kann dir sehr, sehr dienlich sein, auch dann zu erkennen, was du wert bist oder wo du deinen eigenen Wert einfach auch festmachst, und dann auch nicht darunter zu gehen. Ja, also dann dir zu überlegen, was sind denn deine Werte oder was ist dir wirklich auch wichtig im Leben, was ist dir wichtig im Beruf, was ist dir wichtig in Beziehungen, und zu schauen, lebst du das oder wo machst du Kompromisse, wie stark machst du Kompromisse eben, ne? Wie sehr schraubst du deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Werte herunter und gibst dich mit weniger zufrieden. Genau. Und die neuen Münzen, die, ja, die stehen für dieses Thema innere Zufriedenheit, innerer Reichtum auch, ja. Sich wirklich wohlfühlen, wirklich Freude empfinden, Glück empfinden aus sich selber heraus. Das Leben genießen, Zeit genießen. Ne? Und wenn du in der Situation bist, eben einen Job zu haben, der dich sehr viel Zeit kostet, also wo du eben wirklich sehr viel deiner Zeit eintauschst, für Geld und das Geld aber dann noch nicht mal deinem Wert entspricht oder dem, was du dir wünschen würdest oder dem, was du wirklich brauchen würdest, um gut und zufrieden leben zu können. Und wenn dich dieser Job dann einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet und du hast dann auf der anderen Seite nicht so viel Zeit für die Dinge, die dir eigentlich wirklich Freude machen oder die dir Energie geben, die Spaß machen einfach, ja. Dann ist das ein schlechter Tausch und da fordern dich die neuen Kelche auf oder deine Seele über diese Karte mit der Botschaft, dein Leben wirklich dir zu erlauben, es so auszurichten, dass du überwiegend Freude haben kannst, ja, und dass du nicht zum Beispiel einen 40- oder 50-Stunden-Job hast, der dir gar keine Freude macht oder aber der dich einfach zu sehr eben fordert oder einfach zu viel deiner Lebenszeit kostet und vielleicht super anstrengend ist. Und wo bleibt dann das Leben für dich? Ja, wann lebst du dann wirklich? Wann lebst du dann vor allen Dingen auch dein eigenes Leben? Weil, ne, in einem Job
Man tut eben Dinge, ja, die man tun soll. Jemand anderes sagt einem, ne, wann, was, wo, wie zu tun ist. Und das ist dann ja nicht wirklich dein eigenes Leben. Es ist natürlich schon irgendwo dein Leben. Es ist ja auch deine Entscheidung, die du triffst, dass du das machen möchtest. Aber entspricht es wirklich dem, was du wirklich tun würdest, wie du wirklich deinen Alltag füllen wollen würdest, sage ich mal, wenn jetzt das Geld da keine Rolle spielen würde, wenn du andere Möglichkeiten hättest. Und die zwei Münzen stehen dafür zu jonglieren. Entweder kann es hier sein, dass du gerade einige Dinge gleichzeitig versuchst zu handeln und mit mehreren Dingen irgendwie gleichzeitig zurechtkommen musst und irgendwie einen Umgang, ein Gleichgewicht damit finden darfst. Es kann aber auch sein, dass es schon verschiedene Möglichkeiten für dich gibt, mit denen du gerade jonglierst, also dass das Leben dir durchaus hier auch schon Alternativen aufzeigt, was eigentlich mit dem Tod auch schon einhergeht, weil hier die Bedeutung auch ist, eine Tür schließt sich zwar, also etwas geht zu Ende, aber es hat deswegen Transformation. Es entsteht was Neues, es öffnet sich eine neue Tür, es bietet sich eine neue Chance. Ja, also beim Tod, da geht zwar etwas zu Ende, man muss loslassen, aber um was Neues zu gewinnen, etwas Neues wird sich zeigen. Und vielleicht sind da schon die Möglichkeiten, ne? Und du schaust und jonglierst, okay, was, oder überlegst einfach, ne? Setz dich vielleicht hin und schaust, was habe ich denn für Möglichkeiten? Wie steht mir denn die Welt vielleicht noch offen? Passt ja hier zu dem Bild ganz gut. Der Matrose, der da am Hafen ist, der sich ja auch fragen könnte, vielleicht auf welchem Schiff möchte ich denn anheuern? In welche Richtung soll es denn für mich gehen? Oder bleibe ich vielleicht auch hier am Hafen? Also welche Möglichkeiten habe ich jetzt hier an dem Ort, wo ich bin? Wie kann es von hier aus jetzt weitergehen? So, und dass du dir vielleicht diese Fragen stellst und da wirst du natürlich auch Antworten bekommen von deiner Seele, wenn du dich da immer wieder verbindest und darum bitte es, dass du hier ein Zeichen vielleicht bekommst für den nächsten Schritt oder so, wie es für dich weitergehen soll. Es kann ja auch sein, kommt mir noch so der Impuls, dass das Leben dich ein Stück weit prüft und dir immer so ein paar Herausforderungen gibt, um zu schauen oder beziehungsweise, dass du für dich schauen darfst, wie gut kannst du im Gleichgewicht bleiben, wie gut kannst du in deiner Mitte bleiben. Was braucht es im Außen, dass du aus dem Gleichgewicht gerätst oder dass du eben die Balance verlierst und dich vielleicht darin dann zu üben in verschiedenen Herausforderungen und Situationen. Genau. Aber ja, dich darin zu üben, stets immer, immer besser bei dir zu bleiben und dich nicht so sehr von den äußeren Umständen herumreißen zu lassen und aus dem Gleichgewicht zu bringen, das dient dir natürlich auch mehr und mehr, um hier auch in die Zufriedenheit zu kommen, ne? Dinge anzunehmen, wie sie sind, sich nicht so sehr dagegen zu stellen, nicht so viel zu kämpfen, in den Widerstand zu gehen, sondern auf dich zu schauen, was brauchst du, was dient dir, was tut dir gut, was kannst du verändern, was willst du verändern, was kannst du nicht verändern, das, was nicht zu verändern ist, eben anzunehmen, zu akzeptieren, sein zu lassen, gut sein zu lassen, das, was dich stört und was du ändern kannst, ändern. Ne? Und dann, wenn du da mutig bist und eben da entsprechende Entscheidungen für dich triffst, deinem Herzen hier folgst oder dem, was dir wirklich Freude macht, erkennst, wie wertvoll du bist und dass du viel, viel größer bist, als du vielleicht sehen kannst. Ja, dann wird dich das einfach auch zu viel mehr Zufriedenheit führen können. Ja, also deine Seele wünscht sich hier für dich, sie möchte, dass du weißt, eben in dir steckt so viel mehr. Es ist Zeit, jetzt wirklich dein Leben selber in die Hand zu nehmen, Dinge zu verändern, die du verändern möchtest und die du verändern kannst, Dinge aber auch anzunehmen, die du eben nicht verändern kannst, zu schauen, welche Möglichkeiten das Leben dir bietet, offen zu sein für neue Türen, die sich öffnen. Das Alte, was jetzt gehen möchte, loszulassen, deinen eigenen Wert erkennen, dich selber gut behandeln, gut zu dir sein und dich selber als das Wertvollste betrachten, was du hast in deinem Leben. Ja, somit sind das die Botschaften für heute für dich. Ich hoffe, es dient dir und unterstützt dich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Ich freue mich, von dir zu lesen und lass mir gerne ein Abo da, falls du noch nicht hier Teil der Community bist, dann verpasst du keine neuen Videos und hilfst mir, dass der Kanal weiter wachsen kann. Und ja, wenn du Lust hast, schau auch gerne auf der Webseite vorbei für vielleicht ein persönliches Reading, eine 1:1-Session, wo wir eine Heilreise machen können, meine Online-Kurse, die Kartendecks. Kakaozeremonien, ja, du findest alle Infos auf der Webseite und ich freue mich von dir zu hören und mache jetzt weiter mit Staffel 2.
Hallo, und ich wende Staffel 2 gewählt hast und wir schauen mal, was deine Seele dir hier übermitteln möchte über die Karten und Bilder und meine Worte. Und wir schauen mal hier ins mystische Tarot. Der Bube der Schwerter. Und da sehen wir hier einen Studenten, der mit einer Pusteblume auf einem Stapel Bücher steht. Und somit geht es für dich gerade darum, ganz, ganz viel zu lernen, ganz viel neues Wissen aufzunehmen, zu erfahren vielleicht auch. Und das Ganze aber auch mit einer Prise Leichtigkeit, mit Freude, Verspieltheit. Und es kann sein, du bist gerade dabei, dir wirklich neues Wissen anzueignen und dich in ein Thema reinzuarbeiten oder eine Ausbildung zu machen, Seminare zu belegen. Ja, also dir wirklich in einem Bereich neues Wissen zu erschließen, was dich auch sehr, sehr interessiert und wo du dich einfach weiterbildest und dich weiterentwickelst, oder aber auch einfach das Leben, durch das Leben machst du gerade Erfahrungen, die dir ja Lebensweisheiten sozusagen vermitteln, wo du einfach ja, oder wo das Leben selbst einfach dein Lehrer ist und wo du ganz viel gerade Neues vielleicht erkennst und erfährst über dich selber oder auch über dein Umfeld, über das Leben selbst, ja, wie es funktioniert, wie du darin funktionierst. Genau, also es geht im Großen und Ganzen bei dir darum, neues Wissen eben anzueignen und dich damit weiterzuentwickeln. Und dann schauen wir hier mal ins, na, mir der Name entfallen wird, ins Dark-Menschen-Tarot. Also wir haben die Gerechtigkeit, den Herrscher, die 10 Stäbe und die 3 Stäbe. Wir haben hier mit der Gerechtigkeit und dem Herrscher ja zwei Charaktere, die sehr viel Macht irgendwo haben und sehr viel zu sagen haben, sehr viel Einfluss haben. Und deine Seele möchte, dass du weißt, dass du auch jemand bist, der oder jemand werden darfst, der sehr machtvoll ist, ja über dein eigenes Leben bestimmt, dass du selbstbestimmt der wirst, mehr Verantwortung übernehmen darfst, auch für dein Leben. Es geht für dich darum, hier jetzt Entscheidungen zu treffen, Dinge abzuwägen, ne, was, wie es für dich weitergehen soll, was bleiben darf und was gehen soll. Und hier wirklich zu schauen oder auch bei einer Entscheidung einfach abzuwägen und da ganz genau zu gucken, was ist da jetzt wirklich das Beste für dich, ja. Und der Herrscher, der ist ja sehr strukturiert, sehr zielgerichtet, zielstrebig, konsequent. Es geht dann auch darum, wenn du eine Entscheidung dann getroffen hast, diese auch konsequent umzusetzen, auch dabei zu bleiben. Ja, also natürlich kann es immer mal vorkommen, man trifft eine Entscheidung und man merkt dann, ach nee, ich glaube irgendwie, das war doch nicht so das Richtige. Wenn das aber ein ständiges Pendeln ist von heute so, morgen so und ich treffe jetzt die Entscheidung und dann springe ich doch wieder zurück und dann treffe ich doch wieder die Entscheidung und ich bleibe einfach nicht dabei, das kann ja wenig zielführend sein in bestimmten Situationen. Dann darfst du dich auch vielleicht immer fragen, warum. Also wenn das dann passiert, ja, du triffst eine Entscheidung und am nächsten Tag ist es wieder anders, dass du vielleicht dort genauer hinschaust, warum ist das so? Kommen da vielleicht Ängste und Zweifel hoch? Kommt da vielleicht irgendein innerer Anteil, der das einfach jetzt nicht so toll findet, dass du da eine Entscheidung getroffen hast? Ne? Und dann genau zu gucken, ist jetzt dieses Zurückrudern eine gute Idee oder eher nicht? Und ja, manchmal tut es dann ganz gut, man bleibt einfach mal eine Weile konsequent dann bei dieser Entscheidung und guckt, was vielleicht in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten daraus geworden ist. Und wenn es so sein soll, dann können sich Dinge ja auch dann immer noch verändern. Also du brauchst keine Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Ja, wenn etwas für dich bestimmt ist, dann wirst du das auch bekommen oder dann wird sich das Leben auch so entwickeln. Das heißt, du brauchst wirklich gar keine Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wenn du dadurch, sage ich mal, etwas verlierst oder sich Dinge verändern auf eine Weise, die du so nicht wolltest, dann darfst du aber darauf vertrauen, dass es aber genauso richtig ist, auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder als wenn, auch wenn das nicht das ist, was du wolltest ursprünglich. Aber vertraue wirklich darauf, dass deine Seele, dein Leben dich schon dorthin lenken, wo es sein soll. So dein Leben sich so entwickelt, wie es sein soll, wie es sein darf. Und darum ja
Triff hier wirklich eine Entscheidung, bleib konsequent dabei. Also überlege dir auch, wo möchtest du denn hin? Ne? Was sind denn deine Ziele im Leben oder auch in Bezug auf eine bestimmte Situation? Was sind da wirklich deine Ziele und welche Entscheidung musst du heute treffen, um diesem Ziel näher zu kommen? Und dann konsequent diesen Weg verfolgen. Das ist dann der beste, der leichteste oder der Weg, der am ehesten dann auch zu deinem Ziel führen wird. Ne? Deswegen der Herrscher bleibt beharrlich dran, er geht konsequent seinen Weg und trifft eben da auch Entscheidungen, die eben getroffen werden müssen. Mit einer gewissen Härte und Strenge vielleicht auch manchmal, aber das braucht es eben auch im Leben. Ne? Wir haben ja die Herrscherin und den Herrscher, also eine mütterliche und eine väterliche Energie, aber manchmal braucht es eben auch ein bisschen Strenge. Ja, vielleicht geht es auch darum, Grenzen zu setzen mit der Entscheidung, die du hier treffen musst. Hier bei den Stäben, da haben wir also die 10 Stäbe, die ja für Belastungen stehen, für Stress, eine Bürde, die du vielleicht trägst. Und das kann natürlich diese Entscheidung dann sein, ne, dass das wie eine Last ist, so, oh, ne, also super schwer, diese Entscheidung zu treffen. Oder aber auch die Situation einfach, in der du da gerade bist, dass das einfach sehr viel ist. Gut, wir haben ja noch den Bogen der Schwerter, das mit dem Wissen. Bei dem einen oder anderen kann das natürlich sein, dass vielleicht, wenn dann Ausbildung eine Rolle spielt, dass das vielleicht gerade auch echt viel ist, dass es vielleicht sehr anstrengend ist, dass da vielleicht super viel Wissen ist, was so alles dazukommt und dass das auch eine ganz schöne Herausforderung vielleicht sein kann, dann das noch mit dem restlichen Alltag alles zu verbinden. Ja, aber es ist einfach grundsätzlich eine Energie davon, Überanstrengung, es ist irgendwie alles zu viel. Ne? Und ja, da darf vielleicht auch wieder eine Entscheidung getroffen werden im Sinne von, was darf ich auch loslassen, welchen Ballast möchte ich eben nicht mehr mit mir herumschleppen, ne? Grenzen setzen da eben auch, vielleicht mal Nein sagen, eine Entscheidung für dich, aber gegen etwas anderes. Ja zu dir selbst bedeutet eben dann auch Nein zu etwas oder jemand anderem. Ist aber immer gut, ein Ja dir selbst zu geben, ja. Genau, und ja, die 10 Stäbe, ne, wirklich, da darf man sich fragen, muss ich denn so viel auf einmal transportieren hier? Also muss ich denn wirklich diesen ganzen Stress haben? Und da darfst du auch in die Annahme gehen, in das Vertrauen gehen, du darfst auch loslassen, du darfst Nein sagen und du musst überhaupt nichts. Du musst niemandem was beweisen, du musst nicht die Beste sein, die Schnellste sein, die Tollste sein. Du darfst auch, wenn wir jetzt mal hier bei diesem Bild bleiben, der hat ja also diese 10 Stäbe auf dem Rücken und man sieht, das ist zu schwer, das ist einfach zu viel. Dadurch kommt er auch super langsam nur voran. Er will ja wohl zu dem Dorf da drüben hin. Und wer zwingt ihn wohl vielleicht, diese 10 Stäbe auf einmal da zu tragen? Ne? Wenn es leichter ist, dann trag halt nur einen Stab und dann geh zurück und hol den nächsten. Also nur, ne? Also die Frage, die deine Seele dir mitgeben möchte, ist, wie kannst du dafür sorgen, einen entspannteren Alltag zu haben oder entspannter mit einer bestimmten Situation umgehen zu können? Erlaub dir doch, das in deinem Tempo und auf die Weise zu machen, wie es für dich am besten ist, ne? Und wenn gerade alles zu viel ist, dann lass Dinge wegbrechen oder sag eben zu irgendwas Nein, gönn dir Pausen, nimm dir Zeiten für dich. Ja, also was auch immer du tun kannst, um den Stress zu minimieren in deinem Leben. Ja, niemand zwingt dich, ständig über deine eigenen Kraftgrenzen zu gehen und es dir unnötig schwer zu machen. Für mich ist bei den 10 Stäben auch immer so, ja, so ein bisschen diese Energie von man macht es sich wirklich unnötig schwer. Man muss nicht diese ganzen Lasten tragen und es sich so stressig machen. Ja, es könnte durchaus einfacher sein. Und bei den 3 Stäben sehen wir das hier so. Da ist viel mehr Freude und Leichtigkeit und so eine Aufbruchsstimmung. Hier ist zwar auch ganz schön viel Gerümpel und Gepäck, aber man macht sich ja hier auf den Weg. Es geht um ja, auf gewisse Art dann auch um einen Neubeginn. Und hier kommt ja auch eine Kutsche. So, das heißt, sie wird jetzt nicht hier all diese Koffer tragen dahin, wo sie hin möchte, sondern sie winkt sich schon eine Kutsche heran, um das Gepäck einfach leichter transportieren zu können. Und das ist vielleicht ja auch schon hier so eine Lösung sozusagen. Ja, also ich vertraue darauf und deine Seele vertraut darauf, dass du hier einen Weg finden wirst, Entscheidungen zu treffen, etwas vielleicht auch hinter dir zu lassen, vielleicht
wandert sie aus oder zieht um. Ja, also sie hat ja sehr viel Gepäck dabei. Das sieht schon aus, als wenn sie mehr macht als einfach nur eine Reise. Oder sie macht vielleicht auch eine längere Reise. Aber vielleicht hat sie zum Beispiel auch ihre Wohnung oder ihr Haus aufgegeben und ja, guckt jetzt, wo es sie hinträgt, ja, wo das Leben sie hinträgt. Und man könnte jetzt denken, da ist sehr, sehr viel Gepäck. Aber vielleicht hatte sie vorher noch viel, 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 viel mehr Sachen und hat schon ordentlich ausgemistet. Und das ist vielleicht nur noch so ein kleiner Rest von dem, was vorher da war. Somit hätte sie sich von ganz vielen Dingen getrennt und von allem, was sie nicht mehr braucht, gelöst und reist jetzt mit ja, so leichtem Gepäck, wie es ihr möglich war, eben hinaus in die Welt und entdeckt das Leben und schaut, welche Möglichkeiten es da gibt und was da noch auf sie wartet. Und das ist hier vielleicht eben auch die Aufforderung deiner Seele, wirklich, wirklich zu schauen, so was brauchst du wirklich, was kann weg, was soll bleiben, was ist einfach nur Ballast und ne, wo, ja, wo soll es für dich hingehen? So, welche Entscheidung muss jetzt getroffen werden? Und hier sind ja auch ja, Wegweiser sozusagen. Es geht hier wirklich um diese Kreuzung, wo man steht und schaut, so wie mache ich jetzt weiter mit meinem Leben, in welche Richtung soll es jetzt für mich gehen? Und wie kann ich es mir aber auch leicht machen? Ja, wie kann ich hier mit Leichtigkeit und Freude meinen Weg gehen? Ja, also deine Seele erfreut sich daran, dass du gerade mit deinem menschlichen Ich-Bewusstsein ganz, ganz viel Neues lernst, dich weiterentwickelst, weiter wächst, ganz viele Erkenntnisse gewinnst, die einfach sehr wertvoll für dich sind. Sie bittet dich oder ja, sie möchte ja, dass du eine wichtige Entscheidung für dich triffst und genau abwägst, wie es für dich weitergehen soll, ja, dir ein Ziel vor Augen nimmst und konsequent bei deinen Entscheidungen dabei bleibst. Und auch schaust eben, welchen Stress, welchen Ballast brauchst du? Brauchst du überhaupt Stress und Ballast oder kannst du nicht alles irgendwie loslassen? Und ja, zu schauen, dich für das Leben zu öffnen und die Möglichkeiten und auch die Hilfe. Ja, diese Kutsche ist ja auch, kommt ja auch genau im richtigen Moment und auch darauf zu vertrauen, dass im richtigen Moment auch einfach Hilfe da sein wird. Wichtig ist aber eben die Entscheidungen, die du triffst, weil die werden eben die Grundlage sein oder der Wegweiser sein für das, wie es dann eben weitergeht. Ja, somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es dient dir, unterstützt dich, hilft dir weiter. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Freue ich mich, von dir zu lesen. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Stöber in meinen Angeboten. Vielleicht findest du genau das Richtige. Und ja, lass mir auch gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist, aber vielleicht schon öfters hier reingeschaut hast und immer mal was für dich mitnehmen konntest. Dann hilfst du mir auch, dass der Kanal weiter wachsen kann. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Also in diesem Sinne, alles Liebe für dich. Würde mich freuen, dich im nächsten Video hier auch wieder anzutreffen und ich mache weiter mit dem dritten Stapel. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal, was deine Seele dir hier übermitteln möchte. Und wir gucken zuerst ins mystische Tarot und haben die vier Schwerter. Und bei den vier Schwertern geht es um eine Ruhephase, um eine Auszeit, um Meditation, Stille. Kräfte sammeln. Ja, also deine Seele sagt dir hier auf jeden Fall, gönn dir Pause, wenn deine Reserven zu Ende sind, sozusagen. Ja, erlaube dir eine Auszeit, sofern oder auf welche Weise auch immer das für dich möglich ist, wie groß diese Auszeit sein darf, ob es eine Stunde ist oder ein Wochenende oder eine Reise, wie auch immer, ein Urlaub. Oder eben auch, wenn dein Körper wirklich sagt, ne, er kann nicht mehr oder da gibt es irgendwelche Beschwerden oder so, dann darf man sich auch mal krank melden, wenn der Körper sagt, hey, ich brauche hier wirklich eine Auszeit. Ne, die körperlichen Symptome kommen ja auch nicht ohne Grund. Manchmal sind wir dann so verantwortungsbewusst und machen unseren Job halt trotzdem und schleppen uns zur Arbeit, obwohl eigentlich alles in uns sagt, ich brauche eine Pause. Dann nimmt man vielleicht noch Medikamente, damit es halt irgendwie besser funktioniert, damit man vielleicht auch keine Schmerzen hat oder so, damit man eben weiter funktionieren kann. Und das ist aber selten zielführend, weil die Symptome sind ja nicht ohne Grund
eben da. Also ganz wichtig auch, verbinde dich mit deinem Körper, achte auf deinen Körper, höre auf deinen Körper. Wenn er dir Signale gibt, die sagen, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr, ich brauche hier Erholung, ich brauche deine Aufmerksamkeit, dann folge dem auch, ja. Genau, Meditation kann hier auch sehr unterstützend sein, dass du deine Gedanken beobachtest, dich mit deinen Gefühlen verbindest und auch schaust, welche Gedanken dir dienlich sind. Gedanken können nämlich auch sehr, sehr viel Energie kosten, wenn sie destruktiv sind, wenn du dich immer und immer und immer wieder in irgendwelchen problematischen Gedanken drehst, also in Problemen wälzt sozusagen und immer wieder das im Kopf durchgehst oder in der Vergangenheit hängst und dann unangenehme Gefühle vielleicht hochkommen und du aber das immer, also dich da immer bewusst da drinne verlierst, das kann ganz viel Energie einfach kosten. Und sich dann bewusst zu entscheiden, sich lieber auf den Atem zu konzentrieren oder auf andere Gedanken oder auf das, was einfach gerade wirklich da ist, wie vielleicht die Natur oder dein Haustier oder was auch immer, etwas, was dir Freude macht, was dich beruhigt, was dich in die Ruhe zurückbringt. Das sind eben Entscheidungen, die du treffen kannst, um dir selber wieder Kraft zu schenken. Dann schauen wir mal ins Dark Mansion Tarot noch rein. Der König der Kelche, der Eremit, das Ass der Kelche und der Bube, der Stäbe. Ja, und der Eremit unterstützt auch die vier Schwerter, weil bei dem geht es ja auch um Rückzug, stille Innenschau, auch durchaus so Meditation, die Richtung. Ja, es geht darum, sich zurückzuziehen vom Außen, einmal ganz auf sich zu konzentrieren, ne? Durchaus auch mal einige Zeit vielleicht alleine zu verbringen, um auch nicht abgelenkt zu werden vom Außen, nicht irritiert zu werden von anderen Menschen vielleicht, dass du. Vielleicht geht es für dich darum, wirklich wieder in deine Energie zu kommen. Und das schaffst du am schnellsten, wenn du dich einmal eben ja, ins Alleinsein begibst, ja, wirklich nur mit dir bist und dass du mal wieder dich selber spüren kannst, mit dir selbst wirklich in Kontakt kommen kannst, vielleicht dadurch auch herausfinden kannst, was du überhaupt willst und wie es dir eigentlich tatsächlich geht und ob irgendetwas in deinem Leben verändert werden sollte, könnte. Und der Eremit findet auch Selbsterkenntnis eben in diesem Alleinsein. Ja, darum geht es eben hier auch, dann sich selbst zu erkennen oder etwas über sich selber wieder zu lernen, Antworten zu bekommen auf Fragen, auf Probleme, die vielleicht da sind. Das funktioniert eher in der Ruhe, in der Stille, in der Entspanntheit. Und mit dem König der Kelche, ja, empfinde ich das so, dass es für dich dann auch darum geht, Herr über deine Emotionen zu werden, ja, weil, wie ich hier schon meinte, mit diesen Gedanken, wo man sich dann drinnen verliert und dreht im Kreise, negative Gedanken verursachen unangenehme Emotionen. Und diese Emotionen kreieren aber auch wieder neue Gedankenangebote und dann nimmt man die wieder an und dann fühlt man sich weiter schlecht und dann ist das wie so ein Kreislauf. Und der König der Kelche könnte dich hier auffordern, auch wirklich in Kontakt zu gehen mit deinen Gefühlen und Emotionen und dich davon nicht so mitreißen zu lassen und nicht immer wieder auch in die Gedanken zu springen, sondern bei den Kelchen sozusagen zu bleiben, beim Gefühl. Beim Gefühl zu bleiben, die Emotion anzunehmen, zu fühlen. Und dich nicht so sehr immer wieder vom Verstand auch mitreißen zu lassen und dich da in unendlichen Schleifen zu verlieren und dann immer in diesem Unangenehmen drin zu bleiben und dich vom Verstand dann vielleicht auch noch hinreißen zu lassen, dann zu handeln aus diesen unangenehmen Emotionen heraus, damit das irgendwie aufhört, weil der Verstand versucht natürlich dann auch Lösungen zu finden. Wie kann man jetzt diese Emotionen wieder loswerden? So, und das ist aber irgendwo so ein Teufelskreis, der nicht dienlich ist. Und der König der Kelche, der setzt sich vielleicht so ganz entspannt dorthin und beobachtet seine Emotionen und ist dann aber trotzdem noch fähig zu erkennen, ob jetzt da Handlungsbedarf besteht oder ob einfach nur diese Emotion jetzt da ist, um gefühlt und gesehen zu werden. Und ja, der managt sozusagen seine Gefühle, der lässt sich davon nicht zu Handlungen hinreißen, die eben zu nichts führen oder destruktiv dann auch sind.
Genau, also ne, der König der Kelche ist so der Fels in der Brandung und das darfst du für dich selber auch werden. Darum ist ja so wichtig, dass du auch schaust, was brauchst du, was gibt dir Kraft, ne? Wie kannst du dir selber Energie und Kraft zurückgeben? Wie kannst du selbst dafür sorgen, dass du Energie hast, dass es dir gut geht? Und ja, genau, werde dein eigener Fels in der Brandung. Das Ass der Kelche bringt hier eine schöne Energie, nämlich die Chance, ganz wundervolle Erfahrungen zu machen. Da wird das Leben quasi auf dich zukommen, dir die Hand reichen und dir eine Tür öffnen für ganz, ganz liebevolle Chancen, Möglichkeiten, Impulse. Also hier kann der Liebe begegnet werden. Natürlich kann hier der Kelchkönig auch für einen Herzensmenschen stehen. Und dann mit dem Ass der Kelche Gefühle, die da hochkommen oder die da angetriggert werden, könnte natürlich auch eine Option sein. In jedem Fall, das Ass der Kelche bringt eben Herzöffnung, es bringt Gefühle, die so überfließen, ne? Und das kann was Gutes eben sein, aber wenn man sich dann auch zu sehr vielleicht davon mitreißen lässt oder dann da. Das ist sowohl mit guten als auch mit unangenehmen Emotionen so, dass man sich nicht zu sehr damit identifizieren sollte und da zu sehr reingehen sollte. Darum ist dieses Gleichgewicht so wichtig, weil ja eben sowohl gute als auch unangenehme Emotionen, die kommen und gehen. Und die guten wollen wir natürlich immer festhalten, während wir die unangenehmen natürlich sofort loswerden wollen. Aber beides will eigentlich ja, einfach durchfließen und angenommen und gefühlt werden. Und ja, es ist gar nicht so einfach, dann immer trotzdem offen zu bleiben, wenn man vielleicht gerade eine leidvolle Erfahrung gemacht hat, dann sich wieder zu öffnen für was Schönes, weil dann verliert man das wieder und dann tut das wieder weh und dann ist man wieder im Schmerz und dann vielleicht mag man dann gar keine schönen Erfahrungen mehr machen, weil es eh wieder weggeht. Aber ja, das dürfen wir lernen, dann eben dieses Auf und Ab und dieses angenehme und unangenehme im Wechsel eben ja zu leben und uns aber auf beides einzulassen und sowohl das Schöne zu genießen als auch das Unangenehme zu genießen und auch darin das Schöne zu entdecken. Ja, und der Bube der Stäbe, der bringt auch noch mal neue Chancen und Möglichkeiten, etwas zu verwirklichen, etwas zu verändern, zu kreieren. Der kann dir neue Impulse, neue Ideen bringen, die umgesetzt werden möchten hier. Heißt für mich, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst für dich und jetzt auf dich achtest, deinem Körper gibst, was er braucht, dich vielleicht eine Weile zurückziehst, wieder mit dir selbst in Verbindung kommst, ja, mit deinen Gefühlen, das durchfließen lässt, also dem Wasserelement in dir erlaubst, einfach lebendig zu sein und zu fließen und zu kommen und zu gehen, dann können hier ganz neue Gefühle vielleicht auch auftauchen, ja, mit dem Ass der Kelche eben. Die Chance, ganz neue gefühlvolle Erfahrungen zu machen und auch neue Ideen und kreative Impulse, die sich dann zeigen können. Ja, also gerade wenn man sich bei den vier Schwertern da diese Auszeit nimmt, vielleicht auch ein bisschen Langeweile zulässt, wirklich Ruhe, Entspannung, Gelassenheit sich erlaubt, dann ist da auch wieder Raum für neue kreative Impulse, die da kommen dürfen. Ja, somit sind das die Botschaften, die ich heute für dich habe. Also deine Seele möchte auf jeden Fall, dass du weißt, du darfst dir eine Auszeitpause gönnen. Du musst nicht immer 1000% geben, sondern wenn der Körper sagt, es reicht, weil das schickt ja die Seele dem Körper, ne? Diese Symptome oder ja, ne, dass du einfach merkst, die Erschöpfung vielleicht oder so etwas. Das kommt eben nicht ohne Grund, wie gesagt. Und dann hör wirklich darauf, nimm das an und zieh dich zurück, gönn dir Pause. Und dann öffne dich für das Neue, was dann schon zu dir kommen möchte. Ja, also in diesem Sinne. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn dich das Reading unterstützt hat. Teile das Video gerne, wenn du Menschen kennst, die davon auch profitieren können. Lass mir gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist. Und schau natürlich auch gerne auf meiner Webseite vorbei für ein persönliches Angebot, Reading oder meine Online-Kurse, meine Kartendecks, Kakaozeremonien, findest du alle Infos dort. Und dann freue ich mich von dir zu hören, auch dich hier beim nächsten Video wieder zu begrüßen. Bis dahin alles Liebe, eine schöne Zeit und bis ganz bald.